Kleiner Vortrag zum, also Vortrag, klein was im Voraus zum Video. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe. Ich habe es echt gerade voll verplant. Ihr müsst vor den Stack, vor dem Takt von dem Stack, einen DLY-Baustein hinmachen. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt, oder? Ich habe es gerade echt voll verplant. Ich weiß es nicht. Jedenfalls vor diesem Stack ein DLY-Baustein, weil er erst enablen muss und dann takten darf. Sprich, der DLY-Baustein ist ein kleiner Schaltkreis, hat einen Eingangspin, hat Puffer, findet ihr unter Gatter, Puffer und einen Ausgangspin. Nur damit halt ein ganz kleiner Delay zwischen dem Store-Befehl hier besteht und dem Takt hier, dass er erst enabled und dann taktet. Gut, das war's. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und willkommen zu Part 7. Und zwar werde ich heute ein Experiment machen. Und zwar habe ich im Voraus gebaut. Sprich, ich habe das Video übrigens neu gedreht. Ich hatte den Part 7 schon mal fertig und habe es alles schön gezeigt, wie man es baut. Aber dann habe erstens meine Steuerung-Taste geklemmt und also weil ich da Saft drüber geschüttet habe. Und dann musste ich im Video 20 Mal ausflippen, weil wenn man Steuerung drückt und irgendwas bewegen will, dann kommt dieses Attributfenster hier. Hat mich dann zum Aus, also zweimal zum, fast zum Ausrasten gebracht. Ja, wollte ich schon mal nicht liefern. Zweitens habe ich extrem undeutlich und schnell gesprochen, weil die Flags so ein Riesenthema sind. Und wenn man das live baut und dann noch Fehler macht, dann kommt da schon einiges zusammen. Und drittens habe ich den Assembler vorgestellt und das könnte ich nochmal gleich machen. Wir haben ja unseren Maschinencode das letzte Mal von Hand, also wir haben unseren Assembler von Hand in Maschinensprache dekodiert, aber Julian, der gute Mann, hat einen Assembler für uns geschrieben in Java. Den könnt ihr euch runterladen, der ist in dieser RAR-Datei drin. Und zwar habe ich ein Programm vorbereitet, test.asm. Einmal hier die Assembler-Repräsentation. Wir schieben 3 nach A. D ist gleich A. 4 addieren, dann ist A gleich 7. Inkrementieren 8, 9, 10. Schieben es testweise mal auf den Stack. Schieben 10 nach A. Schieben A nach D. Und poppen es wieder vom Stack und subtrahieren. Dann sollte 0 in A stehen. Hochsprache wäre das ungefähr diese Repräsentation. So, jetzt kopieren wir uns den Assembler-Teil raus. Starten den Assembler. Fügen den Assembler-Code ein. Den können wir auch schreiben. Also, wir könnten jetzt auch, keine Ahnung, die letzten Zeilen, man muss es nicht kopieren. Kann man auch einfach schreiben. Und jetzt seht ihr schon, was der Sinn von einem Assembler ist. Und zwar, irgendein Compiler, irgendein Programm bringt den Code runter in den ausführbaren Maschinencode. Noch kleiner Bug bei dem, bei der Version ist, dass hier oben V2.0 RAW falsch geschrieben ist. Deswegen müsst ihr das ändern, wenn ihr eine Hex-Datei macht. Ihr kopiert euch also den generierten Code, den Maschinencode raus, macht eine neue Datei und nennt die test.hex. Ihr wisst, wie das geht. Die Datei habe ich schon hier, glaube ich. 2314. Ja, das ist glaube ich sogar. Ja, alles klar. Genau. Dann gehen wir in unsere Logisim rum. Und Speicherabbild laden. Test.hex. Schauen uns die Register an. 16 Hertz. Gut, wir sollten mal wieder hier rüber rein. Gut, das hat jetzt nichts gebracht. 378A0. So. In AS0, alles funktioniert prächtig. Ihr seht hier schon, ist ein bisschen mehr gemacht, deswegen werde ich gleich nochmal sagen, was hier passiert ist. Auch ihr habt ihr vielleicht gesehen, dass bei der ROM hier ein paar Sachen dran sind. Und zwar wollen wir heute Flags und Sprungbedingungen machen. Zuallererst gehen wir, zeige ich euch mal, was Flags sind. Ihr seht hier schon dieses lustige Bauteil. Jetzt ist es nämlich so weit, dass ich eigentlich denke, ihr könnt anhand von meiner Erklärung, wenn sie dann gut genug ist, selbst euch selbst
denken, wie ihr es bauen müsst oder dass ihr es nicht mehr eins zu eins kopieren müsst, wisst. Weil es finde ich ein bisschen schade, wenn ich das Video mache und dann nur abgebaut wird, um halt cool dazustehen oder sonst was. Wäre halt schon mein Ziel, dass ihr es halt am Ende versteht und selbst bauen könnt. Deswegen jetzt mal ein kleines Experiment, ob ich jetzt, also eigentlich war es ja gar kein Experiment, aber anstatt jetzt mal alles neu zu machen, habe ich mir gedacht, gut, eigentlich hast du die Leute, die Zuschauer schon so weit gebracht, dass du es eigentlich so machen könntest. Ja, trotzdem werde ich alles erklären. Nicht mehr ganz so ausführlich. Erstens sprengt es den Rahmen, weil Flags wirklich supi-dupi Themen sind, wo ich jetzt ein paar Stunden drüber reden könnte. Und zweitens, weil ich keinem zumuten kann, 2-3 Stunden ein Video von mir zu gucken. Dann das noch zu verstehen und gleichzeitig nachzubauen. Da muss man es vielleicht 2-3 Mal angucken, dann ist es ja blöd. Ja. Was sind Flags? Flags, es gibt einmal die ALU-Flags und es gibt die Status-Flags. Wir werden nur ALU-Flags benutzen. Die Status-Flags wären zum Beispiel Flags, die irgendwas über den Prozessor aussagen. Zum Beispiel, also um es jetzt ein bisschen komplizierter zu machen, beim Intel 8086 gab es einen Trap-Flag. Wenn das Trap-Flag gesetzt war, dann war der Prozessor im Einzelschrittmodus zum Debuggen. Sollte ich vielleicht erstmal darauf kommen, was Flags überhaupt sind. Und Flags, es gibt ein Flag-Register, ein Statusregister. Und das sind, da ist ein Register drin und das Register ist aufgeteilt in einzelne Flags. Das wären sowas wie einzelne Bits. Und die indizieren uns eben bei uns jetzt, wie das letzte Ergebnis der ALU war. Und in echt viel, viel mehr. Wie gesagt, da kommen noch eben diese Status-Flags. Wir haben nur ALU-Flags. Zum Beispiel, ob beim Vergleichen zum Beispiel A größer D oder A gleich D war. Und je nachdem, wie das ist, werden halt bestimmte Flags gesetzt im Flag-Register. Welche Flags haben wir? Habe ich auch was vorbereitet. Und zwar haben wir 4 Flags. Einmal Borrow und Carry. Und einmal greater und equal. Ob diese Flags jetzt wirklich so Sinn ergeben oder ob wir die jetzt wirklich brauchen, lasse ich jetzt mal außen vor. Mir geht es nur darum, dass ihr wisst, wie man Flags konstruiert, wie man die einsetzt und wofür sie gut sind. Wir haben also das Flag-Register, das ist 4 Bit groß. Das können wir nicht ansteuern, gar nicht. Das, daraus können wir auch nicht mal lesen, außer bei Sprungbedingungen und sowas. Komme ich aber gleich zu. Und 4 Flags. Borrow ist, wenn es beim Minus einen Überlauf gibt. Carry ist, wenn es beim Addieren einen Überlauf gibt. Greater ist, wenn entweder das Ergebnis größer 0 oder beim Vergleichen A größer D ist. Equal wird gesetzt, wenn das Ergebnis gleich 0 ist oder beim Vergleichen A gleich D ist. Wir haben ja kein Vorzeichen. Deswegen fällt jetzt mal also A kleiner D weg. Ist ein bisschen blöd, wobei eigentlich nicht mal, man könnte trotzdem noch kleiner simulieren. Wenn man vergleicht und weder das Greater noch das Equal Flag gesetzt ist, dann war A anscheinend kleiner D. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht. Was wir also machen müssen ist, das Flag-Register so zu konstruieren, dass es nur überschreiben darf, wenn der ALU-Befehl kommt. Sonst nicht, es ist nur ALU-Flags und wenn wir zum Beispiel rechnen, dann werden die Flags gesetzt und wir wollen irgendwann mal schauen, ob jetzt die letzte Rechnung gleich, ob A gleich D war beim letzten Vergleich. Und wenn wir zwischendrin noch ein paar Register verschieben, liegen ein paar Takte dazwischen und die würden das Flag-Register überschreiben. Deswegen, Flags dürfen nur gesetzt werden, wenn der ALU-Befehl kommt, der Opcode 5. Des Weiteren brauchen wir in den Flags noch das Ergebnis. Das wäre hier. Und wir brauchen noch die ARG-Bits. Und um halt zu wissen, ob wir was setzen sollen, brauchen wir halt noch diese Status-Lines hier von den einzelnen Bauteilen. Beim Addieren kann es einen Carry geben. Beim Subtrahieren kann es einen Borrow geben. Das wäre diese Flag. Logisch.
beim Inkrementieren kannst du einen Carry. Okay, beim Addieren kannst du einen Carry geben, beim Subtrahieren kannst du einen Borrow geben, beim Inkrementieren kannst du einen Carry geben und beim Dekrementieren kannst du einen Borrow geben. Bei unserem Vergleicher kann entweder das größer oder das gleich rauskommen. Seht ihr schon, das und das sind dieselben Flags, genau wie das und das und sprich, diese vier Bausteine hier sind eigentlich nur zwei Flags und das hier sind die anderen zwei. Für den Vergleich. Wobei die auch noch gesetzt werden können, je nachdem wie das Ergebnis steht. Seht ihr vielleicht auch, warum wir diese E1-Bits und E2-Bits brauchen, weil wir noch rausfischen müssen, ob wir ob die Operation, die jetzt den Carry setzen dürfte oder den Borrow, gerade ausgeführt wird. Wir verrechnen ja immer alles mit allem und wählen am Ende nur, welches Ergebnis raus darf. Und deswegen könnte es auch sein, dass hier wir gerade ordern oder sonst was. Und der Adder zwar einen Carry ausspuckt, aber der Adder nie gefragt war. Deswegen gab es eigentlich gar keinen Carry beim Odern. Der Adder hätte aber einen Carry gegeben und dann würde halt die Flag setzen. Das müssen wir vermeiden. Also, gehen wir jetzt mal da rein. Und was uns jetzt erstmal interessiert, ist nur dieser Teil. Ohne diese beiden Decoder hier unten. Nur dieser Teil. Was wir zunächst machen... Mit unserer Instruction muss auch noch komplett rein wegen den Sprungbedingungen nachher. Da habe ich mich also vertan. Hier oben in der Alu kommt nicht die E1 und E2-Bit, sondern der komplette Instruction-Bus kommt in den Flag-Generator-Baustein. Ja, was wir hier machen, ihr seht schon, es sind einfach nur viel Decoder-Einheiten. Erstmal der globale Enable wäre Alu-Enable. Der sorgt erstmal grundsätzlich dafür, dass der Takt durch kann. Er sorgt dafür, dass die Flags nur durchkommen, wenn der Alu-Enable an ist. Und ja, der ist also ziemlich wichtig, weil ohne den geht nichts. Hier haben wir unsere Pins. Einmal kommt der vom Addierer. Einmal kommt er vom Inkrementieren. Die werden geordert, weil sie dieselbe Flag benutzen. Ja, dann noch selber nochmal beim Subtrahieren und Dekrementieren. Die dürfen natürlich auch nur rauskommen. Jeweils wenn. Genau, deswegen ist das hier noch sinnlos, weil wir die... Seht ihr? Wieder was dazugelernt. Dann ist der auch sinnlos, dann kann ich das schnell umbauen. Ja, jedenfalls dürfen eben die Flags nur durch, wenn sie auch ausgewählt sind. Ansonsten wäre das recht sinnfrei. Also was machen wir? Das hier ist Inkrementierbefehl, deswegen bekommt der Inkrementieren ab. Das hier wäre der falsche Tasten. So, das hier wäre der Addierbefehl, deswegen bekommt der den ab. Der Carry vom Add, ja, die können wir eigentlich ein bisschen wegschieben, die sind gerade ein bisschen nah. Geht hier rein, der Carry vom Ink geht hier rein. Das Ergebnis können wir ordern und zur Carry Flag setzen. Selbe müssen wir hier unten nochmal machen. Bin ich doch wieder am Live-Bauen, seht ihr? Gar nicht mal so übertrieben. Nicht live. Bekommt vom Borrow und vom Borrow Sub und vom Borrow vom Dekrementieren. Was wir jetzt gewährleisten ist, dass die Flags, also diese D-Flip-Flops hier, diese einzelnen Flags, ich habe sie auch beschriftet, Equal, Greater, Carry und Borrow, dass die nur gesetzt werden, wenn Alu enabled ist. Des Weiteren haben wir einmal noch den Compare-Befehl. Das wäre der E1 und E2 Code 4 zusammen mit dem Alu-Enable. Schaltet er hier oben die Multiplexer um. Jetzt nimmt er nicht mehr. Jetzt setzt er die Equal und Greater Flags nicht mehr vom Status des Ergebnisses. Also wir haben hier nochmal ein Ergebnis, den Komparator. Der sagt uns, ob das Ergebnis gleich 0 ist oder größer 0. Jetzt ist es eben nicht mehr von dem. Sondern jetzt wird der Multiplexer hier umgeschaltet und er bekommt den Status durch die Greater und Equal Ausgaben am Komparator in der Alu draußen. Also diese zwei Pins E und G
wären diese zwei Leitungen, E und G. Ja, und der Takt zusammen mit dem Alu und Able bildet halt eben das Überschreiben der Bits. Ihr könnt es komplett anders bauen, wenn ihr wollt. Hauptsache, das Prinzip ist gewährleistet, dass die Flags nur bei ihrer entweder jeweiligen Operation überschrieben werden oder nur, wenn, wenn der Compare-Befehl kommt. Und ganz global, die dürfen sowieso nur überschrieben werden, wenn die ALU enabled ist, weil es reine ALU-Flags sind und keine Status-Flags. Jetzt kann man sich natürlich fragen, jo, schön, jetzt haben wir Flags, was machen wir jetzt damit? Viele von euch programmieren vielleicht in der Hochsprache und da kennt man das vielleicht aus Vorschleifen, Wildschleifen, allgemein Schleifen oder Bedingungen. If und else. Sprich, in unserem Assembler ist es jetzt ein bisschen kacke, weil unser Assembler ziemlich klein ist. Aber grundsätzlich ist es ja... Ups, muss mal kurz das Kabel hier verlegen. So. If, Klammer auf, A gleich D, dann machst du das. Ups, sonst machst du das. Klammern erwischen. So. Sprich, wir vergleichen jetzt zum Beispiel A mit D und wenn die Bedingung erfüllt wird, also compare AD, dann wird das Equal Flag gesetzt und dann können wir springen. Dann sagen wir, gut, springe, wenn gleich, also wenn A gleich D, springe, wenn gleich, zu der Zeile im Programm, die DDD heißt, wenn nicht, wenn A nicht gleich D, dann wird der Programmabschnitt abgearbeitet, der direkt hinter diesem If steht. Im Assembler haben wir also die If-Prüfung. Dann kommt der Else-Part. Und dann kommt der Part, wenn If... wenn If true, mehr oder weniger. Sprich, so sieht es aus. Wir prüfen eine Bedingung. If A gleich gleich D. Wenn diese nicht stimmt, also in der Bruchsprache sieht es so aus, wie der Assembler arbeitet ist. Wenn diese nicht stimmt, dann bearbeitest du den Else-Part ab, springst dann nach diesem, springst dann hier zum Ende. Musste ja passieren, Mikro, musste ja passieren. Springst dann hier zum Ende der Bedingung. Das wäre das, was nach dem, nach der ganzen If- und Else-Bedingung kommt. Und wenn If gleich true, dann arbeitest du einfach das ab, was bei If gleich true steht. Also wenn der If A gleich D zutrifft, dann springt er und arbeitet alles ab. Wenn if A gleich D nicht zutrifft, dann arbeitet er das else ab und springt dann zum Ende. So oder so ähnlich sieht es dann ungefähr im Assembler aus, ohne irgendwelche Mnemonics zu benutzen. Wie bewerkstelligen wir das? Ist ziemlich simpel. Einmal liefern die D-Flip-Flops nämlich schon mal beide Ausgänge. Wir können nämlich auch, wie ihr sicher wisst, if, kann man auf A ungleich D schreiben. Das war die falsche Taste. Und deswegen können wir auch negative Sprungbedingungen machen. Springe, wenn Equal Flag nicht gesetzt ist. Ist nicht gesetzt ist. Dieses if A gleich D wäre also im Assembler comp springe, wenn gleich. Jump equal. Die negative Version davon, also die verneinte, springe, wenn nicht equal, wäre JNE. Also was man sagen kann ist Sprungbedingung Flagname. Oder eben wenn man es negativ macht, Sprungbedingung, Flagname. Also, springe, wenn nicht carry, wäre dann JNC, weil die carry flag C heißt. In unserem Beispiel wäre das, zack, if A gleich D, sprich jump equal zum Label von if. Dann kommt hier Label else. Da kommt alles rein, was in der Else-Bedingung steht. Und hier haben wir dann das Label if. Da springt er hin, also er bewegt sich im Programm, in dem Assembler-Code bewegt er sich. Und wenn Label else fertig ist, dann wird zum Ende gesprungen. Wenn Label if fertig ist, dann kommt es automatisch am Ende an, da müssen wir nicht sonderlich einfügen mit dem Sprung.
So viel dazu, wie bauen wir das? Ziemlich simpel, vielleicht habt ihr es euch schon angeschaut. Der originale Ausgang kommt in ein AND-Gate zusammen mit den E1 und E2 Bits, und zwar mit dem 0. Weil im Maschinencode bauen wir die Bedingung so auf, dass wir entweder sagen springe wenn oder springe wenn nicht. Opcode 6 springe wenn und Opcode 7 wäre springe wenn nicht. Und dann müssen wir nur die Flags setzen, die wir haben wollen. J in E müssten wir einfach nur also auf dem Befehlsbus den Opcode 6 eingeben. Und da wir JN wäre 7. Und da wir das E-Flag wollen, also springe wenn nicht equal, dann machen wir einfach, zeigen wir mit den letzten 4 Bit mit E1 und E2 einfach auf das Equal-Flag. Sieht so auf dem Befehlsbus aus. Borrow, carry, greater, equal. Wenn ihr das nicht versteht, dann fragt nach. Ich denke, es sollte ziemlich klar sein. Wenn wir sagen jump wenn carry, dann haben wir eben den Opcode 6, weil jump wenn und nicht jump wenn nicht, und dann eben das carry flag. Der hier, genau wie der hier. So viel dazu. Also einmal den originalen vom E mit dem 0. E mit dem ganz hintersten Bit, mit dem Bit ganz rechts enden, den verneinten auch mit dem Bit ganz rechts hinten enden, dann greater mit dem vorletzten Bit enden, genauso wie greater nicht, also ungleich greater, Ausrufezeichen G, und am Ende schauen wir eben noch, welcher Opcode gerade ausgewählt ist. Wenn der Opcode 6 springe wenn ausgewählt ist, dann darf das erste Endgate ausgeben, das dritte, das fünfte und das siebte. Wenn eben der Opcode 7 ist, springe wenn nicht, dann dürfen eben die anderen beiden Endgates hier ausgeben, die anderen vier Endgates, weil die eben die Bedingung anzeigen, die gilt, wenn ein JN reinkommt, ein springe wenn nicht, weil sie die negierten Zustände von den Flags halten. Am Ende können wir alles odern und eine Lampe setzen, die sagt, Sprung ist aufgetreten. Und wenn ein Sprung auftritt, dann wird der aktuelle Program Counter, also die Zeile, in der wir uns im Programm momentan befinden, wird dann überschrieben, und zwar mit der Zeile, die im Pointer Low und Pointer High steht. Das ist bei uns extrem unkonventionell gelöst, weil diese Pointer Low und Pointer High 4 Bit groß sind, sprich wir müssen über 2 Taktzyklen den Pointer initialisieren, auf die Adresse, zu der wir hinspringen wollen, zu dem Label, wie man im Assembler sagt, und dann den Sprung prüfen. Wenn er auftritt, haben wir keine Zeit mehr zum Setzen, weil wenn er auftritt, dann wird sofort der Program Counter mit Pointer Low und Pointer High überschrieben. Low, wie gesagt, die unteren 4 Bits, oder wie bekannt, und High, die oberen 4 Bits. Ja, das ist so viel zur Kontrolllogik. Wie sieht es in der ROM aus? Da haben wir eben noch den Wert vom Pointer, den 8-Bit-Wert vom Pointer. Den haben wir eigentlich schon hier auf Main. Ah, was ist denn los, Alu? Ups, was habe ich da gemacht? Was ist denn da passiert, du? Ach, weil ich... Oh. Du da runter. Gut, ich regel das mal kurz, dann komme ich gleich wieder. Die Pins muss ich noch richtig anschließen. So, die Pins habe ich jetzt richtig verknüpft. Ist nur wieder auseinandergeflogen, weil ich aus Versehen alles gelöscht habe und dann wieder hergestellt habe. Hat er die Pins wieder komisch gesetzt. Jedenfalls, wir waren bei der ROM. Die Adresse, die haben wir schon. Und zwar kommt die Adresse hierher. Die zapfen wir einfach ab und leiten sie in die ROM. Geht zum Dateneingang des Program Counters. Dann brauchen wir noch einen Jump-Pin. Und den Jump-Pin schließen wir invertiert an den CT-Bit an, hier unten. Und mit dem normalen Status von diesem Jump-Bit kommt hier oben rein. Wenn nämlich ein Jump auftritt, ich zeige es mal, ja, wir zählen im Programm durch, dann tritt ein Jump auf, wir haben eine Adresse im Pointer Low und Pointer High. Und jetzt wird der PC mit dieser Adresse überschrieben. Schon befinden wir uns auf der Adresse 22H. 34, glaube ich. Ah, stimmt. Sprich, aus der ALU, Main, so. Aus der ALU kommt noch ein Jump-Bit, also der hier von den Flags ausgeht.
Der geht noch in die ROM, über unseren Main-Kreislauf, geht er hier in die ROM rein. Und dann wird beim fallenden Takt, glaube ich, überschrieben. Weiß ich nicht. Jump. Nee, bei steigendem Takt. Okay. Ist ja auch egal. Es wird überschrieben und es funktioniert soweit. Kurz bevor ich euch ein Programm zeige, nochmal Revue passieren lassen. Die ZIG-Datei wird hochgeladen. Solltet ihr es nicht schaffen, das zu rekonstruieren, das ist selbstverständlich. Was wir brauchen, ist, dass die ALU-Flags, das sind keine Status-Flags, die zeigen uns, was mit dem letzten Ergebnis war. Und da müssen wir nämlich noch ein bisschen die Code-Einheit-Arbeit erledigen. Und zwar darf zum Beispiel der Carry, der Überlauf beim Addieren, nicht gesetzt werden, wenn geordert wird. Wir haben nämlich das Problem, dass wir immer alle Operationen ausführen und erst am Ende sagen, welches Ergebnis rausgefischt wird. Das heißt, es könnte trotzdem passieren, dass ein Carry auftritt. Deswegen dekodieren wir das hier schön. Wir haben den globalen Enable. Der heißt ALU-Enable, das ist unser Opcode 5. Den habe ich jetzt hier rausgefischt, den könnte ich theoretisch auch hier unten vom Instruction aus dekodieren. Der sagt, ohne den hier läuft gar nichts, ohne den kommt der Takt nicht durch, ohne den dürfte die Decoder nicht arbeiten. Dreifache Sicherheit, sonst was. Hier wählen wir aus, welche Flag gesetzt werden darf, sprich beim Addieren muss der Opcode stimmen und das Carry vom Addieren muss auftreten und dann darf die Carry-Flag hier drüben gesetzt werden. Geht immer so weiter. Normalerweise kommt die Equal und Greater Flag kommen immer vom Ergebnis, wie das Ergebnis zur Null steht, außer beim Vergleichen, da kommen sie vom Komparator. Auch äußere Pins haben wir auch in der ALU draußen. Die Flags selbst sind einfach nur D-Flip-Flops. Sprungbedingungen verwirklichen wir, indem wir eben sagen können, wir springen, wenn die Equal Flag gesetzt ist, also J Flag Name, oder wir springen, wenn die Equal Flag nicht gesetzt ist, J N Flag Name, in diesem Fall Equal. Geht mit jeder anderen Flag auch. Ist im Assembler, aber noch nicht drinnen. Der Assembler hier, der jetzt in der Beschreibung ist, der wird vielleicht geupdatet. Ich werde eine Annotation am Anfang des Videos hinterlassen, oder ich werde es shoutouten auf YouTube, dass der Assembler geupdatet wird, oder ihr könnt es euch im nächsten Video downloaden, aber der hier unterstützt noch keine Sprünge. Also wenn ich jetzt hier JE eingebe, kommt Error Unknown Comment. Und hier oben halt noch V02 ändern. Ist noch ein kleiner Bug, aber nicht schlimm. Hauptsache wir haben erstmal einen Assembler. Sprungbedingungen verwirklichen wir, indem wir die Sprungbedingung angeben. Also springe wenn oder springe wenn nicht. 6 und 7. Und dann eben noch sagen, wäre Flag. Und die Flag lassen wir anzeigen durch die letzten 4 Bit. Das hier wäre Equal. Das hier wäre Greater. Das hier wäre Carry und das wäre Borrow. Springe, wenn Carry, würde also heißen Springe, wenn Carry. Wenn jetzt nämlich noch die Equal Flag gesetzt wäre, dann seht ihr schön gut, beide kommen hier durch zum OR-Gate, der Sprung tritt auf, der Program Counter wird überschrieben, wir ändern die Zeile, aus der wir gerade auslesen. So verwirklichen wir Branches. In höheren Sprachen verwirklichen wir so Ifs und Else. Else-If verwirklichen While-Schleifen, man hängt alles schön von diesen tollen Flags ab. Die sind nämlich wirklich ganz, ganz nützlich. Ja, dasselbe gilt für JN. JNE. Jetzt muss die Equal Flag aus sein, damit gesprungen wird. Seht ihr auch, gut. Invertiert geht an. Der hier geht an. Er ist ausgewählt. Bla geht raus. So, passt. Jop. Unsere CPU wächst und wächst. Also ist eigentlich schon ziemlich okay, was wir geschafft haben. Wir haben eine Registerfile, wir haben 4 Register. Wir sind zwar ziemlich begrenzt und ich dränge euch, oder ich empfehle euch, wenn ihr ein Projekt auf eigene Faust macht, dann nehmt irgendwie mehrere Register, die man auch alle einzeln ansprechen kann und sowas. 8 wären schon cool, also 8 Allround-Register, 8 Register, mit denen man rechnen kann. Je mehr Register, desto besser und desto schneller ist der Prozessor, weil in echt hat man noch diese Verzögerung auf den Arbeitsspeicher. Die versucht man halt durch Cache zu umgehen und sonstige Sachen. Jedenfalls je mehr Register, desto besser erstmal grundsätzlich. Spezialregister kann man auch noch einfügen und so weiter und so fort. Aber für das, dass es hier die 4-Bit-CPU ist und das für manche vielleicht sogar die erste, die sie überhaupt gemacht haben, finde ich es ziemlich okay. Wir haben eine ALU mit 16 Operationen. Bis jetzt, es kommt noch was. Ja, die Serie ist nicht vorbei. Nee. Nicht jetzt irgendwie denken, ne? Wir haben einen Stack, auch ziemlich awesome. Einen Arbeitsspeicher, wir haben eine ROM,
Und wir haben Flags und Sprungbedingungen. Also, was will man fürs erste Meer? Mit was wir weitermachen, wäre dann die Kontrolllogik, damit wir auch irgendwie Zugriff auf das Teil haben und sagen können, yo, wenn da jetzt ein kritischer Fehler auftritt, halte an. In diesem Teil, sage ich nochmal, werden jetzt keine kritischen Fehler auftreten, aber das Prinzip soll halt verstanden werden, dass, gut, euer Prozessor, der in echt aus diesen lustigen Teilen besteht, hat jetzt irgendwie total den abgedreht gefährlichen Fehler und dann kann man den halt anhalten, also komplett stoppen. Ist dann auch wieder was anderes, da kommen dann Sachen wie Watchdog-Timers und Interrupt-Verarbeitung, da kommt dann noch Video zu in einer neueren Serie, wenn das Ding größer wird. Ziemlich wichtig, ohne Vektortabelle, also die Interrupts, die wir machen werden, werden ziemlich simpel sein, aber wie immer, bla bla, mein Standardsatz, es geht hier ums Prinzip, dass ihr versteht, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Gut, ich wollte euch ein Programm zeigen, das werde ich aber erstmal testen, nicht, dass jetzt irgendwas furchtbar Peinliches passiert. Und zwar folgendes Programm. Ihr könnt alles schön in einem Assembler machen, nur müsst ihr eben bei JNE den Maschinencode selbst noch einfügen. Sprich, was ihr macht ist, wenn ihr es im Assembler benutzen wollt, ihr entfernt das JNE, fügt das in den Assembler ein. Zack. Compiled es und habt dann hier gut, wir müssen nach dem Dekrementieren hier noch den Sprungbefehl reinhauen und zwar wäre das JNE, das wäre 7.1. Also springen wir nicht, die Equal Flag gesetzt ist. Und da müssen wir eben einsetzen, wie gesagt. Jop. Was das Programm macht, ist, es initialisiert erstmal die Zeile, zu der wir hinspringen wollen, wenn wir springen. Also das ist eine Schleife, die wir hier machen. Und zwar wenn wir schleifen, dann wollen wir zu Zeile 3. Sprich, Zeile 3 wäre dekrementieren. Klar, hier steht jetzt Zeile 4, aber ihr müsst in Erinnerung behalten, dass er bei Zeile 0 anfängt, dass 0 mitgewertet wird. Warum soll man die 0. Adresse verschwenden? Ergibt ja keinen Sinn. Also, das hier ist Adresse 0, Zeile 0, 1, 2, 3. Sprich, wenn er springt, dann springt er hier hin. Dann schieben wir in A eine 14 und dekrementieren. So, 14 minus 1 ist 13. Ist 13 gleich 0? Nein. Also springe. Springe, wenn die Zahl nicht gleich 0 ist. Wenn die Zahl ungleich 0 ist, dann springe hier zurück und dekrementiere nochmal. Wie man sich vorstellen kann, wird das jetzt so oft passieren, bis A endlich 0 wird. Dann wird nämlich die Equal Flag gesetzt. Dann tritt JNE nicht mehr auf. Und dann wird eben nicht mehr gesprungen, sondern einfach weitergearbeitet. Und dann sollten in A und D genauso wie in PL eine 3 stehen. Rübercompiled in Hexadezimal und in unsere ROM eingefügt, ergibt es folgendes Bild. Wir werden es zuerst mal aus der ROM raus beobachten. Dann sieht man auch wunderbar die Sprünge. Man sieht, wie dann zwischen der Zeile 53 dekrementiere und springe, wenn ungleich 0, wie dann hin und her wandert. Zack, 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 zack. Wunderbar, ne? So, und jetzt anscheinend ist er vorbei. Jetzt ist A anscheinend 0 gewesen. Das Ganze können wir nochmal langsamer machen, weil es so schön ist. Auf 4 Hertz. Währenddessen schauen wir in die Register. Cool. A wird also die ganze Zeit dekrementiert. Und Leute, eure erste Schleife läuft gerade ab. Auf eurer eigens gebauten CPU. Ein bisschen mehr Respekt, ja. Gut. Jetzt war A 0. 0 ist nicht ungleich 0, deswegen wird nicht mehr gesprungen und jetzt sehen hier in allen Registern die 3. Wie wir sehen, alles funktioniert. Wenn es Fragen gibt, haut rein. Ich melde mich ab. Viel Spaß beim Rumprogrammieren. Die Zirk, der Assembler und alles weitere ist in der Beschreibung. Danke an Julian nochmal für den Assembler. Und ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, gebt mir Bescheid, bla bla. Ich mache es jetzt mal ganz kurz und knackig. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ciao.